au parc André Citroën. Des flocons dans les cheveux, une petite fille en pleurs se promène. Détends tes yeux, je te cherche un peu. Sous mes deux pieds, les feuilles font une valse. Les hommes me regardent, entends tous mes baisers qui se croisent. Derrière le jardin japonais. Hallo und herzlich willkommen zu Vorspiel. Mein Name ist Lala und gemeinsam mit dem Alex, dem Moti und dem Valentin habe ich einen Workshop besucht, der heißt Grundlagen der TV-Produktion. Und wir haben sehr interessante Dinge dabei gelernt. Wir haben gelernt, wie wir die Kameras bedienen, wie wir mit der Technik umgehen. Und wir wurden auch von Anfang an ins kalte Wasser geworfen. Wir wurden auf die Straße geschickt, ins Feld sozusagen, und haben Beiträge gedreht. Es wird, wir sehen jetzt gleich zwei Clips. Der erste, der ist vom Alex und von mir, den haben wir gedreht. Und zwar, ich will nicht zu viel verraten, aber es geht dabei um ein etwas bisschen heikles Thema. Und ich glaube, wir haben die Passanten, die wir auf der Straße befragt haben, ein bisschen aus der Reserve gelockt. Und ich bin gespannt. Grüß Gott und schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin Lala von FS1 in der wunderschönen Stadt Salzburg, genauer gesagt am Mozartsteg. Ich nenne es jetzt einfach mal Herzlbrücke. Und zwar deshalb, weil ja viele Liebenden Schlösser hier aufhängen, um ihre Liebe zu symbolisieren. Ja, wo wir gerade beim Thema Liebe sind, wie entsteht denn die große Liebe? Wie kommen wir dazu? Wie lernen wir unseren Liebsten, unsere Liebste überhaupt kennen? Richtig, erstmal müssen wir sie kennenlernen und es muss gedatet werden. Aber was machen wir, wenn das Date einfach nicht das Wahre ist und ziemlich in die Hose geht? Wir haben Passanten in Salzburg gefragt, wie sie denn ein schlechtes Date beenden würden, und wir sind gespannt, was sie dazu gesagt haben. Okay, schön, dass Sie mitmachen. Einfach mal kurz vorweg, warum sind Sie in Salzburg? Was machen Sie in Salzburg? Ich lebe seit 2 Jahren in Salzburg und ich bin mit meiner kleinen, naja, mittlerweile schon ein bisschen älteren Tochter hier in Salzburg. Super, vielen Dank. Ja, die nächste kommt sofort. Könnten Sie sich denn vorstellen, eventuell jemanden in Salzburg zu daten? Einfach auf ein Date mal zu gehen, theoretisch. Eigentlich nein, weil ich finde es total unromantisch, weil wenn ich jemanden kennenlerne, glaube ich an schicksalhafte Begegnungen. Okay, und wenn Sie sich mit jemandem denn treffen würden, den Sie schon kennengelernt haben oder den Sie so ein bisschen kennen, und Sie gehen gemeinsam in ein Café oder Restaurant, um sich besser kennenzulernen, und sagen wir mal, es stellt sich raus, dass derjenige doch nicht irgendwie Ihrem Geschmack entspricht und Ihnen fällt auf, Sie möchten eigentlich nicht mehr. Wie würden Sie vorgehen, um möglichst mit einem guten Ergebnis, sage ich jetzt mal, sich aus dem Staub zu machen? Was würden Sie tun? Ich würde ihn meiner besten Freundin weiterempfehlen. Sehr schön, Dankeschön. Das war's auch schon. Gemäß dem Fall, Sie sind gerade auf einem Date und irgendwie läuft das Date so gar nicht. Wie würden Sie das Date denn abbrechen? Wie würden Sie vorgehen? Ich würde Sie nach der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg fragen. Und wenn Sie es nicht weiß, würde ich sagen, tut mir leid, Spatzerl, passt nicht bei uns, und Servus. Und Sie gehen schon mal davon aus, dass sie das nicht weiß? Davon gehe ich aus. Das wissen 90% aller Menschen nicht. Eine super kreative Methode. Vielen Dank. Would you, if you would go on a date, if you hadn't a husband, what would you do if you are on the date and you think like, oh my god, it's like totally boring?
What are you doing to break up and say goodbye? Oh. Oh, I need to go and wash my hair. Yeah. Yeah. call me another day. Yeah, don't call me. I'll call you. great questions. I'll call you, so I'll never do that. So. Great. Thank you. Wenn Sie eine Frau daten würden in einem Café, also ein romantisches Treffen, ja. Und es wäre, Sie sitzen sich gegenüber, haben sich nichts zu sagen und irgendwie klappt es nicht so ganz. Irgendwie es funktioniert zwischen Ihnen nicht so gut. Ja. Wie würden Sie der Frau denn klar machen oder wie würden Sie das Date denn beenden? Wie würden Sie der Situation möglichst schnell entkommen wollen? Ja, dann sage ich, Entschuldigung, ich habe jetzt schnell dringend Anruf, ich muss nach Hause fliegen. Sehr schön, das ist aber eine super Antwort, vielen Dank. Danke. Würden Sie denn in Salzburg theoretisch auf ein Date gehen oder jemanden daten? Ja, nicht unbedingt, weil ich würde mich dann mit meiner Frau treffen oder mit Freunden. Aber speziell ein Date absolvieren, nein, nicht unbedingt, nein. Also Salzburg bietet ja einen sehr schönen Rahmen, vor allem im Frühling, im Herbst. Man hat da diese wunderbare Umgebung und das macht doch schon ein bisschen romantisch, wenn man vom Nonntal da reingeht, an der Salzach entlang, sich dann ein bisschen in der Stadt trifft, Kapitelplatz, Domplatz. Es ist schon fast ein bisschen wie Italien und nicht ganz so kalt auch wie bei uns. Also gemäß dem Fall, Sie wären auf einem Date, aber Sie würden merken, das Date läuft nicht so ganz und irgendwie geht es nicht recht voran. Was würden Sie tun, um es abzubrechen, beziehungsweise wie würden Sie es anstellen, das Date abzubrechen? Ich würde es einfach in eine nette Weise weitermachen, bis zum Schluss und dann nächsten Tag einfach schreiben, dass nicht so gut gelaufen ist. Und das war's eigentlich. Sie würden also ihr das nicht im Endeffekt direkt ins Gesicht sagen, Sie würden es in Form einer Nachricht verpacken. Genau, also eine nette Nachricht. Aber. Ja, so eine nette Nachricht, genau. Sehr schön, vielen Dank, sehr informativ. Meine sehr verehrten Damen und Herren, geben Sie also nicht die Hoffnung auf. Ich bin mir sicher, das nächste Date wird eine Verabredung mit dem Glück. Und wenn dem nicht der Fall sein sollte, haben wir von unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern gelernt, wie wir uns aus einer verzwickten Situation retten können. Hallo zurück. Wir haben jetzt den Clip gesehen, den Larissa und Alex produziert haben. Die Dateline, wie seid ihr denn auf diese Idee gekommen? Auf den Titel oder auf den Beitrag? Auf den Beitrag. Das war ehrlich gesagt eine ganz spontane Idee. Ursprünglich hatten wir an was anderes gedacht, aber wir hatten an ein ernsteres Thema gedacht, aber wir dachten uns, da es ja unsere erste Umfrage ist, wird es einfacher sein, wenn wir ein Thema wählen, was ein bisschen komisch ist, also wo man die Leute vielleicht ein bisschen aus der Reserve lockt, wo sie aber auch gerne drüber reden. Also es ist nicht politisch oder es geht einfach um den Alltag und es sind auch, glaube ich, Themen, über die sich die Leute noch nie Gedanken direkt so gemacht haben. Und wir haben sie, glaube ich, ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Mhm. Der Alex hat mir im Vorfeld erzählt, dass auch einige lustige Sachen passiert sind während eurer Dreharbeiten. Stimmt das? Ja, doch, es war schon, also was sehr erstaunlich eigentlich war, ist so, was eher lustig war, also es sind zum Beispiel Antworten gekommen, mit denen wir erstens gar nicht gerechnet haben. Also ich habe erst ein bisschen Bedenken gehabt, ob überhaupt ob die Umfrage denn so lustig wird, wie ich es hoffe. Aber es sind doch ganz lustige Sachen gewesen. Also
wir hatten ein Interview mit einem Mann und da gab es ein bisschen so eine Sprachbarriere und es hat ein bisschen gedauert, bis er eigentlich wusste, was wir meinen. Und dann fand ich die Antwort ganz lustig, weil er auf einmal gesagt hat, ja, er wird einfach, hat man gerade in einem Clip gesehen, er wird einfach so tun, als ob er einen Anruf bekäme und er müsste nach Hause fliegen. Und das war ein ganz lustiges Bild, was man dann vor Augen hatte. Oder die Engländerinnen, die waren auch sehr lustig. Also. Ihr wart sehr heiß begehrt, oder? Es haben sich ja sogar Leute aufgedrängt für das Interview. Das war sehr zwiespältig. Viele Menschen konnten wir nicht dazu bewegen, mit uns zu reden. Die hatten Angst. Und viele sind aber, haben uns schon von Weitem gesehen und haben nie gesehen, dass da irgendwas gedreht wird. Und haben dann auch sofort gesagt, hey, worum geht's, was macht's ihr? Und hey, ich bin im Fernsehen und ich mach mit und voll cool. Und es war ganz unterschiedlich eigentlich. So viele Rampensäue waren nicht da, aber ein paar gab's schon. Dann danke fürs Herzeigen, schöner Clip. Und wir machen jetzt weiter mit dem Clip, den der Moti und der Valentin produziert haben. Der ist etwas kürzer, der dauert 2 Minuten. Und dabei geht es um das Thema, das momentan in Salzburg viele beschäftigt, nämlich um die Flüchtlinge am Bahnhof. Und die beiden waren am Bahnhof und haben dort Interviews geführt. Bitte Clip ab. Kein Thema spaltet die Meinungen der jungen Österreicher so sehr derzeit wie die Flüchtlingsproblematik. Mein Name ist Valentin und heute führen wir eine kleine Straßenbefragung am Salzburger Hauptbahnhof durch. Was sagst du zu dem Flüchtlingsstrom, der jetzt gerade im Moment nach Salzburg kommt? Kriegst du da was mit davon? Ich habe es am Anfang sehr viel mitgekriegt, mittlerweile eigentlich weniger, nachdem es ja mittlerweile die Sonderzüge gibt, die von Wien vom Westbahnhof und vom Abbahnhof wegfahren. Ja, ich krieg schon was mit davon, weil ich bin eigentlich so ziemlich jeden Tag am Bahnhof, wenn ich auf dem Bus warte. Und ja, es nervt halt schon ein bisschen, wenn die alle anbetteln und so. Ja, also meine Schwester arbeitet in einem Flüchtlingsheim und da hilf ich öfters mit und ich habe eigentlich einen recht guten Kontakt und habe einen recht guten Eindruck von den Flüchtlingen. Im Bahnhof sieht man es viel. In den Medien wird es viel behandelt. Und ja, wir haben Flüchtlinge. Bist du selber bei irgendeiner Flüchtlingsorganisation, die ihnen hilft, praktisch dabei? Spendest du irgendwas, ob es jetzt Geld ist, Kleidung? Ich spende Kleidung. Nicht konkret an Flüchtlingsorganisationen, aber an die Volkshilfe. Und aktiv beteiligt habe ich mich noch nicht. Wir beschäftigen uns nur damit, ob wir die Flüchtlinge einlassen oder nicht, oder ob wir es wieder abschirmen sollen und nicht eben mit der Ursache dafür, dass sie da sind. Die kommen ja nicht ohne Grund zu uns, die kommen zu uns, weil einer daheim der Koffer gepackt wird. Und das ist eigentlich, ja, da würde ich auch pressen. Interview ich jetzt den Moti, der gemeinsam mit Valentin das gerade gezeigte Video gedreht hat, also die Interviews gemacht haben. Ich werde zuerst die Fragen erstmal auf Deutsch formulieren und werde sie dann dem Moti auf Englisch noch einmal stellen. Und zwar meine erste Frage. Warum habt ihr euch für die Umfrage ausgerechnet den Hauptbahnhof ausgesucht? Hast du es verstanden? Yes, yeah, yeah. Good. Well, it's a crowded place and many people coming and going. And, refugee is a hot issue these days. And we just thought they are seen at the scene, at a main Bahnhof. So it's a good place to ask the question. Mm-hmm. Ja, leuchtet mir ein. Welchen Eindruck hattet ihr denn von den Menschen? Wie war so die Atmosphäre? Hat es lange gedauert, bis ihr Menschen gefunden habt, die mit euch sprechen wollen, oder war das eher... Generally it was positive, and no, generally it's positive. Let's see what's happening in the movie. Yeah. Okay, so, sehr schön. Das ist, hätte ich gar nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass die so offen drüber reden und gerne Antworten geben. Noch eine letzte Frage. Magst du uns ein bisschen was, wo wir gerade beim... möchtest du ein bisschen was über deinen Hintergrund erzählen? Aus welchem Land kommst du? Und nochmal, was machst du in Salzburg? Was hat dich hierher geführt? Well, I'm a student here and I'm a journalist and I work here, so yeah, that's it. Okay,
That was your question, right? Ja, das war meine Frage. Okay. Yeah. Genau, super. Also er ist ein Student hier und er arbeitet hier. Darf ich fragen, was arbeitest du? I'm a photographer. Oh, sehr cool. Yeah. Sehr cool, ein sehr schöner Beruf. Ja, dann war es das auch schon von Vorspiel. Und es war ein sehr schöner Workshop. Ich glaube, du stimmst mir zu. Oh, thank you. Ja. Und allen hat es sehr gut gefallen und wir hoffen, dass wir noch bei FS1 sehr schöne, solche schöne Momente erleben werden in der Zukunft. Danke sehr fürs Zusehen und auf Wiedersehen.